Hi Leute, willkommen zum Let's Play mit dem FC Arsenal zu zwei sehr, sehr entscheidenden Spielen. Die letzten zwei Partien in dieser Saison, die entscheiden werden, ob wir im nächsten Jahr Champions League spielen oder Euro League. Beziehungsweise, hier stimmt nicht ganz, weil ich ja schon öfter mal gesagt habe, dass ich über die Zukunft dieses Let's Plays hier nachdenke. Ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden, dieses Let's Play nach dem Part jetzt zu beenden. Grund dafür habe ich eh schon mal erklärt. Es ist halt einfach so, dass dieses Arsenal und das HSV-Let's Play wahnsinnig ähnlich sind. Und ich glaube, dass es einerseits für euch jetzt nicht unbedingt so viel Spaß macht, zwei Vereine zu sehen, die sich eigentlich so ähnlich sind. Zum anderen macht es mir jetzt nicht ganz so viel Spaß, wenn ich eigentlich die gleichen Spieler teilweise scoute, die gleichen Spieler teilweise verpflichtet habe, wie jetzt Bernd Leno zum Beispiel. Es ist echt so, dass es für mich verwirrend ist jetzt mittlerweile schon. Ich habe jetzt zum Beispiel zuletzt, habt ihr geschrieben, ich soll Milinkovic-Savic, den Torhüter, verpflichten. Und ich habe den Kommentar von euch noch im Hinterkopf gehabt und habe den plötzlich für Arsenal gescoutet, obwohl ihr es fürs HSV-Let's Play gemeint habt. Es ist einfach so, dass wir an einem Punkt sind, ja, wo diese zwei Let's Plays sich so ähnlich sind, dass ich einfach glaube, dass es weniger Spaß macht, beide weiterzuführen. Und da das HSV-Let's Play jetzt schon so lange läuft und wir uns da wirklich so viel aufgebaut haben von der zweiten Liga weg, ja, fällt für mich die Entscheidung klar, dass wenn ein Let's Play zu Ende geht, dann ist es das Arsenal-Let's Play. Und es hat aber trotzdem extrem viel Spaß gemacht. Und es geht jetzt noch immer um viel in die letzten zwei Partien, deswegen möchte ich die jetzt mit euch gemeinsam machen, weil ich das einfach erfolgreich abschließen möchte. Also Ziel ist die Champions League, dann haben wir zumindest national unser Saisonziel übertroffen. Ich werde euch diesen Spielstand dann zur Verfügung stellen, das heißt, ihr könnt selber weiterspielen, könnt mir dann nach ein paar Jahren gerne mal schicken, was ihr aus dieser Arsenal-Mannschaft gemacht habt, würde mich sehr interessieren. Und wir werden dann ein zweites Let's Play starten, und zwar wird es ein Journeyman, wo ich arbeitslos starten werde. Das war ein Wunsch von vielen von euch, wo wir öfter mal Verein wechseln werden, wo wir ein bisschen weiter unten beginnen werden. Kann gut sein, dass wir dann mal in exotischen Ländern unterwegs sind. Das ist dann wirklich eine Abwechslung im Vergleich zu dem vom HSV. Ja, wird jetzt starten. Ich glaube, ich werde das ziemlich bald danach aufnehmen. Und ja, wünsche euch damit auf jeden Fall viel Spaß und sage jetzt auch Danke natürlich an euch für die Unterstützung in dem Let's Play hier. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein und versuchen jetzt noch diesen vierten Tabellenplatz zu sichern, damit diejenigen, die dann dieses Let's Play weiterspielen wollen, im nächsten Jahr die Gelegenheit dazu haben, in der Champions League zu spielen. So. Newton plant Pressing gegen uns. Und er hat positiv über meinen Spielstil gesprochen. Ja, ich verehre Chris, wer auch immer das ist. So, Antonio Marin, also jetzt haben sie die Woche hervorragend trainiert. Brighton auf der 9 und danach haben wir Tottenham. Wichtig wäre jetzt dieser Sieg, damit ist der Druck dann im letzten Spiel auf Tottenham. Noch besser wäre, wenn sie patzen würden und es im letzten Spiel um nichts mehr geht. Aber, ja, weiß nicht, gegen wen Tottenham spielt, das werden wir jetzt rausfinden, gegen Leicester zu Hause. Jetzt schon, dass sie das gewinnen werden. Chelsea gegen Manchester United, da wird wahrscheinlich nichts mehr gehen. Southampton, West Ham, das sind so unsere direkten Duelle. Lato schließt Sprachkurs ab, kann jetzt flüssig Englisch sprechen. Fluently. So, Torreira ist noch angeschlagen, der wird jetzt auch kein Thema mehr sein für den Rest der Saison. Wird heute, glaube ich, mal wieder mit Lacazette beginnen. Der jetzt schon länger nicht mehr gespielt hat, ansonsten finde ich das so eigentlich ganz in Ordnung. Und das 4-3-3 generell, jetzt gefällt es mir schon besser als das 4-2-3-1. Auch gegen Leicester haben wir jetzt im Endeffekt in 4-2-3-1 nicht so wirklich gut gespielt. Gehen das sehr kompakt an. Können die Quali für die Euroleague erreichen, die haben wir eigentlich, glaube ich, schon so ziemlich. Aber ob es trotzdem mit der Ansprache versucht, hat so eh nicht geklappt, aber gut. Also Brighton auswärts an der Südküste Englands. Haben ein schönes Stadion, war ich leider noch nicht, aber möchte ich unbedingt mal, vor allem soll Brighton auch sehr schön sein. Xhaka mit dem Seitenwechsel, Kolasinac, Ramsey.
Höhner Seitenwechsel, Bellerin hat Platz, Mkhitaryan abgefälscht, Guendouzi abgeblockt. Boah, starker Pass von Ramsey, Kolasinac. Schade. Aber gute Offensivaktionen hier gleich. Und Brighton hat gerade mehr Ballbesitz. Manchester United führt gegen Chelsea. Jetzt die Frage, wollen wir, dass Chelsea verliert? Oder spekulieren wir noch auf den dritten Platz mit Manchester United? Ist schwierig. In erster Linie müssen wir aber schauen, dass da was geht. Ich nehme mal das geduldige Spielen raus, dass wir vielleicht ein bisschen öfter abschließen. Tottenham führt gegen Leicester. Und Teuer soll man enger decken. Gut geblockt. United führt wieder gegen Chelsea. Gut gemacht von Lacazette. Memphis macht das hervorragend und trifft nur den Pfosten. Das war eine schöne Aktion jetzt. Tottenham mit dem 2-0. Läuft denkbar schlecht jetzt für uns. Wir brauchen, glaube ich, mehr Spieler in der gegnerischen Hälfte. Das heißt, Guendouzi Box zu Box wäre eine Idee. Sagt, dass ich nicht zufrieden bin. So, Ramsey vorgeschobener Spielmacher. Aber es muss ich. Ja, die werden sich so und so auf die in die Quere kommen, wenn ich das so mache. Aber ich probiere es mal. Schauen wir mal, ob es jetzt wirklich so ist. Wenn Memphis da nach innen zieht, müssen wir mal schauen, dass sie sich echt nicht in die Quere kommen. Wenn es so ist, stellen wir Memphis als Flügelspieler auf. Boah, der war stark. Lacazette mit dem Abschluss. Gehen wir jetzt gleich auf Offensiv. Wir können sie auch schon ein bisschen früher attackieren. Chelsea gleicht gegen United aus. Tottenham wäre mir jetzt lieber, dass da ein Ausgleich fällt. Abseits. Nächste Ecke. Mkhitaryan mit dem guten Versuch. Jetzt müssen wir auf den Konter aufpassen, aber Guendouzi macht das sehr stark. Der entwickelt sich jetzt auch immer besser. Der braucht halt die Einsatzzeit einfach. Das tut ihm jetzt gut. Also da habt ihr dann, glaube ich, im nächsten Jahr auch eine ordentliche Freude mit dem. So, Mkhitaryan spielt nicht wirklich gut heute. Also ich stelle Memphis als Flügelspieler rechts auf und ich bringe Özil links als Flügelspieler. Oder vorgeschobener Spielmacher. Nee, dann und die beiden hier in der Quere. Aber da könnte man auch wieder versuchen, aufs 4-2-3-1 umzuschalten. Boah, was für eine Parade. Memphis ist heute echt der auffälligste und gefährlichste von uns. Ich glaube, die Einwechslung von Özil tut ganz gut. Wir haben jetzt wieder mehr Spielanteile. Kolasinac drauf. So, noch früher attackieren, Abseitsfalle an. Abwehrreihe schieben wir auch weiter vor.
So. Wie machen wir es jetzt? Ich würde schon gerne Aubameyang bringen. Die Frage ist, für wen und wie? Ich nehme Ramsey raus, wir steigen aufs 4-4-2 um. Und das machen wir so. Anstatt Memphis, ja, bringe ich noch Marin. Frischer Mann am Flügel. Bin ich gerade mit der Maus angekommen. Tottenham für 3-0. Denkbar schlechte Runde für uns. Wir schaffen es jetzt keine Chancen mehr rauszuspielen hier. Oh, der Block war wichtig. Lacazette war in der Mitte frei. Ja, schwache Partie. Wir sind zwar die überlegene Mannschaft, aber konnten da jetzt leider nichts mitnehmen. Jetzt bin ich auf die Tabelle gespannt. Genau habe ich die Punkte jetzt nämlich auch nicht mehr im Kopf. Ich glaube, einen Punkt sind wir vorn. Aber das wird mega spannend. So ist es, ein Punkt Vorsprung. Also ein X würde uns reichen gegen Tottenham. Chelsea kann uns nicht mehr einholen, also jetzt entscheidet sich zwischen 4 und 5. Liverpool ist Meister, das freut mich auch sehr. Jo, Arsenal erhält 6 Millionen aus Delikt. Transfer. Wir erhalten 1,1 von Oxlade-Chamberlain. Okay, letzter Spieltag gegen die Spurs. Jetzt geht's um die Wurst. Das war auch der Titel vom Anno Let's Play am Freitag. Die Wurstfabrik. Ja, letztes Spiel als Arsenal-Trainer, letztes Spiel in diesem Let's Play. Und jetzt geht's um alles. Ein X würde uns also reichen für den vierten Platz. Champions League wäre schon ein schöner Erfolg. Also Tottenham geht es vorsichtig an. 4-2-3-1-System, wir bleiben bei unserem 4-3-3. Kein Grund, das irgendwie zu verändern im Moment. Drei Spieler wurden für die U20 WM nominiert, finde ich super. Wenn sie Updates erhalten wollen, ja, über die beiden vor allem, aber nehmen wir den halt auch mit. Dann halt für euch interessant. So, Belotti Scouting abgeschlossen, Dembélé. Das könnt ihr euch dann alles anschauen. Es sind ein paar ganz gute dabei. Würde mich schon sehr interessieren, ein paar Spielstände von euch dann geschickt zu bekommen, was ihr aus dieser Arsenal-Mannschaft so gemacht habt. Gibt sicher einige, die dann gleich mal Özil vor die Tür gesetzt hätten oder setzen werden im Sommer. Interessieren, wie das funktioniert hat. Für wie viel der gegangen ist, ob ihr ihn überhaupt losgekriegt habt. Bin ich sehr gespannt. Und ich bin auch sehr gespannt, wo uns das Journeyman Let's Play ja, hin verschlägt, wo wir da beginnen werden, gerade wenn wir arbeitslos starten. Wie lange wir da am Anfang keinen Verein haben werden, ist natürlich alles möglich. So, Fabrizio. Sturm hat Fabrizio auch einen Vertrag angeboten. Er hat ein Angebot abgegeben, sehr interessant. So, U23. Nketiah und Holding klingt gut. Iwobi kann von mir aus auch spielen. Toni Lato ist auf der Bank, kann auch spielen, weil dann nehme ich Lichtsteiner mit. Maria kann auch spielen bei der U23. Sokratis hat überhaupt keine Spielpraxis.
Soja Luhansk, aha. Was für ein Karriereschritt. So. Spielen wir aber wieder mit Aubameyang. Aber was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, dass man die Rolle, spielen wir vielleicht doch mit Lacazette. Und geben wir ihm die Rolle einer falschen 9. Es wäre schon interessant, wenn der zurückgeht, um sich die Bälle zu holen. Und dann kann ein Memphis zum Beispiel auch in die Lücke schlüpfen. Vielleicht können wir da ein bisschen was probieren. Manchester United zielt auf den Aubameyang-Transfer. Darüber äußere ich mich nicht, das könnt ihr dann entscheiden. Und John sitzt da auf der Bank. Aber hat ja nichts damit zu tun. So. Also es geht um alles. Schön, dass wir jetzt so ein Endspiel noch haben am Ende des Let's Plays. Das macht schon sehr spannend. Kein Harry Kane. Wir schulden Tottenham noch was. Also North London Derby. Was für ein Endspiel. Also die Spurs gerade auf dem Vormarsch. Trippier auf rechts. Lukas. Versuchen es da eh gerade ziemlich eng zu machen, aber sie kombinieren sich ganz gut durch. Haben dann jetzt auch das Ballglück und Lukas. Dann abziehen. Da kriegt Vertonghen die erste gelbe. Wohl kein Nachteil. Also mit dem X könnte man auch ganz gut leben. Wäre trotzdem schön, wenn wir es schaffen, das letzte Ding zu gewinnen. Danny Rose mit der gelben. Boah, ist der frei. Gut verteidigt noch. Ecke Trip hier. Vertonghen aus 5 Metern drüber. Da hat man jetzt wirklich Glück. Wir haben 3 Schüsse aufs Tor gebracht, aber kein einziger. Wirklich gefährlich. Und Kudu jetzt noch mit Gelb. Nervös und ängstlich sind die Jungs. Stepanenko mit Gelb. Ich glaube, da fliegt heute noch einer. Wenn die so weitermachen. Boah. Riesenchance auf der Linie noch gerettet. Also die Jungs sind besorgt und nervös. Ich versuche ihnen diese Nervosität zu nehmen, indem ich sie jetzt mal lobe. Oder wir motivieren sie weiter. Und noch besser zu klappen.
Wacher Abschluss von Gendouzi. Ich muss eigentlich, ja, ich warte noch. Ich muss eigentlich krampfhaft nicht wechseln. Tottenham muss was tun. Ich glaube, ich werde den Marin dann aber noch bringen. Kann man jetzt, denke ich, schon machen. Bringen wir den Aubameyang statt Lacazette als Stoßstürmer. Trippier hier auch noch mit Gelb. Aber sie machen es gut. Wenigstens keiner, der sie zweimal kassiert. Das teilen sie sich gut auf. Also wir lassen echt kaum was zu. Das machen wir offensiv, defensiv schon richtig stark. Ah, Bellerin. Unnötiger Ballverlust. Son. Aber Bellerin hat ihn schon wieder. Guter Ball von Ramsey. Wieder Ramsey. Rechts raus auf Marin. Antonio Marin. Und Aubameyang. Marin gewinnt das Kopfballduell wichtig. Aber war schon seine Abseitsposition. So. Bring jetzt einfach noch Özil links außen. Für die letzten paar Minuten. Aber wir werden auf jeden Fall mit dem Zeitspiel beginnen. Nicht mehr hinterlaufen. Spiel verzögern. Und dann haben wir jetzt noch die letzten Sekunden. Mesut Özil. Schöner Seitenwechsel. Marin. Macht das nicht schlecht. Yes. Wir schaffen es tatsächlich und holen uns diesen einen Champions League Platz noch. Ist das genial? Bin mit eurer Leistung zufrieden? Wieso? Wir haben die komplett dominiert. Ach Mensch. Jetzt mache ich mich noch unbeliebt am letzten Spieltag hier. Kaderatmosphäre ist so gut und dann verkacke ich es mit der Ansprache. Leidenschaftlich war vielleicht übertrieben. Egal. Ach ja. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, uns hier noch diesen letzten Platz zu sichern. Den vierten Champions League Platz. Das ist natürlich grandios. Vorstand gibt es Budgets. 98 Millionen Transferbudget. Damit könnt ihr, glaube ich, einiges anfangen. Mannschaftsprämien wurden ausbezahlt. Ist das schön. Also ich würde sagen, es war jetzt ein richtig schönes Ende dieser Karriere noch. Schauen wir mal kurz noch gemeinsam. Jetzt speichert er gerade. Die Statistiken der Mannschaft wollte ich noch ein bisschen schauen, wer wie viel gespielt hat und so. Beziehungsweise die Leihspieler wären halt auch sehr interessant. Schauen wir vielleicht eher auf das. Wer wie viel gespielt hat, das hat man eh ungefähr gesehen. Schauen wir noch, wie die sich gemacht haben. Und wenn wir tatsächlich dieses Let's Play beenden und ich werde euch den Link zu dem Spielstand unter dem Video schicken. Das war das Wort. Dann passt das sehr gut. Dann könnt ihr es euch runterladen, könnt ihr es in euren FM-Ordner einfügen und selbst weiterspielen. So, Errungenschaft Tormaschine.
Auszeichnungen zum Ende der Saison. Spieler der Saison der Fans. Kolasinac. Interessant. Talent der Saison Bellerin. Naja. Das war in Ordnung. Spiel der Saison 4-0. Mantel des Schweigens. 3-0 Niederlage gegen Chelsea. Ist auch klar. Das sieht eigentlich alles sehr gut aus. Unterstützung ja, ist gut. Teambesprechung am Ende der Saison, was wir so erreichen wollen. Lacazette wird Torschützenkönig. 16 Toren, eigentlich ziemlich mau. Ex-Eco mit Jamolenko. Okay. Die Nachanalyse. Saisonzusammenfassung mit der Zufriedenheit. Ja, Kaderatmosphäre ist sehr gut. Wettbewerbe, da hat es natürlich die Champions League schon auch ein bisschen rausgerissen. Bester Torhüter Ederson vor Leno. Auch nicht schlecht. Ja, genau, die Leihspieler wollte ich noch mit euch gemeinsam. Haben eigentlich gar nicht so viele gehabt. Matt Macy, 46 Spiele. Die sind alle auf der Transferliste, die werden wir alle abgeben. Callum Chambers, der hat noch Vertrag, ist aber auch auf der Transferliste. 21 Millionen Marktwert, hatte 30 Einsätze in der Premier League. Also den kann man, glaube ich, ganz gut verkaufen. Und wie viel ist denn da eingestellt? Okay. Eine bestimmte Summe. Jenkinson ist verletzt. Reece Nelson natürlich interessant. 20 Mal von Beginn an und 8 Mal eingewechselt. Elneny hat sich ganz gut gemacht. Mavropanos auch in Ordnung für diese halbe Saison. Maitland-Niles, Sevilla, der hat sich ja leider schon schwer verletzt. Aber schon ganz interessant. Nicht so schlecht. Wie sieht es generell aus mit uns? Mal auf unser Trainerprofil. Absolvierte Spiele 55, davon 30 Siege und 12 Niederlagen. Siegquote 54% ist, glaube ich, ganz okay. Ja. Schlechtes Verhältnis zu den Vieren hier. Interessant. Wahrscheinlich einfach die Rivalität. So, was war unsere höchste Ausgabe in Memphis für 40 Millionen, höchste Einnahme 11 für Nacho. Das ist eigentlich alles jetzt nicht so wahnsinnig viel. 9 Spieler gekauft, 8 verkauft. Irgendwelche Meilensteine, kann man da noch irgendwas anschauen, irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht so wirklich. Also, ja. Wie schon erwähnt, wird es jetzt eben hier enden. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr versteht die Gründe, weshalb ich das so gemacht habe. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf das neue Projekt, das wir gemeinsam machen werden. Und wie gesagt, Spielstand stelle ich euch zur Verfügung, könnt ihr gerne weiterspielen. Und mich würde sehr interessieren, was ihr aus diesem Arsenal noch macht. Und ich würde es dann natürlich auch am Kanal zeigen, wenn ihr mir da ein paar Spielstände schickt. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch dann noch was und wir sehen uns in Kürze mit dem neuen Projekt und natürlich mit allen anderen weiteren Projekten auf dem Kanal. Danke Leute, wünsche euch was. Bis bald.